In Vorarlberg gibt es gerade so viele offene Stellen wie noch nie. 4.800 freie Jobs waren Ende August beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Aber die passenden Leute zu finden, das wird immer schwieriger. Mehr Lohn alleine zieht heute oft nicht mehr. Und darum versuchen jetzt immer mehr Firmen, über die Arbeitszeit zu punkten. Sie haben eine 4-Tage-Woche eingeführt. Wir haben uns angeschaut, wie das funktioniert. Dieser Betrieb hat, wovon viele Arbeitnehmer träumen, eine 4-Tage-Woche. 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. So lautet das Konzept der Firma Die Koje in Bludenz. Seit einem Jahr arbeiten alle 25 Mitarbeiter 37 Stunden wöchentlich und das in 4 Tagen. Und das hat mehrere Gründe. Das Thema CO2, das Thema Nachhaltigkeit. Wir müssen jetzt den Freitag im Winter nicht mehr die Produktion beheizen. Wir müssen die Mitarbeiter nicht für diesen halben Tag nach Bludenz bringen und natürlich Fachkräftemangel mit einer 4-Tage-Woche kriegen wir schon den ein oder anderen Mitarbeiter schneller zum Überzeugen, dass es bei uns Sinn macht zum Schaffen. Noch ein Vorteil laut Leidinger, weniger Krankenstände und mehr Ausgeglichenheit. Außerdem halte die Leistung länger an. Wenn man diese Reservezeit brauchen am Freitag, den haben aber die Mitarbeiter immer noch 2 Tage Wochenende. Also wie das in anderen Unternehmen läuft, da wird dann halt am Samstag geschafft, dann bleibt noch ein Tag übrig zum Regenerieren. Und das ist dann schon relativ wenig. Und irgendwann sagt einfach auch die Leistung von der Mitarbeiter, sagt den ab. Die Produktivität habe übrigens nicht gelitten, die Mitarbeiter tragen das Konzept voll mit. Du hast viel weniger Stress, dann brauchst du schon weniger frei. Die Laune ist auch ziemlich gut in der Firma, die ganze Woche über, weil es halt nur 4 Tage sind. Es geht auch was vorwärts, also ich finde es super. Auch die Firma Habercon in Wolfurt setzt nach einem Pilotversuch seit 1. Jänner in der Logistik freiwillig auf die 4-Tage-Woche. Hier bleiben die 38 Stunden pro Woche auf 4 Tage aufgeteilt. Der freie Tag wechselt wöchentlich. Einerseits haben wir natürlich auch gemerkt, dass es das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trifft. Und zum anderen ist es so, dass es auch das Interesse des Unternehmens betrifft in der Logistik. Da bieten wir die 4-Tage-Woche an. Ist es so, dass es für uns wichtig ist, die Betriebszeit etwas ausweiten zu können und auch den Freitagnachmittag eine Besetzung zu haben. Eine Win-Win-Situation, das bestätigen auch die Mitarbeiter. Also ich finde es eigentlich ganz super. Unter der Woche muss man sich nicht extra Termine ausmachen oder so. Man kann die Termine auf dem freien Tag machen. Einmal im Monat hat man 4 Tage hintereinander frei. Also ist ganz fein. Ja, ich gehe anders ran wie heute. Gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe wieder, weil ich morgen nicht da bin. Da möchte ich alles wegschaffen, was da ist, damit ich dann am Freitag, wenn ich komme, schön wieder starten kann. Das Modell mit seinen Stärken und Schwächen ist sicher nicht in allen Bereichen praxistauglich. Ja, grundsätzlich ist es ein Wettbewerb um die besten Köpfe im Land und dementsprechend versuchen sich auch die Unternehmen und vor allem auch die Industrie innovativ auch bei den Arbeitszeitmodellen zu sein. Was aber auch klar ist, und das muss man an dieser Stelle auch sagen, viele Industriebetriebe produzieren 7 Tage die Woche, teilweise auch 24 Stunden am Tag und dementsprechend ist auch nicht überall jedes Modell möglich. Klar ist aber, eine verpflichtende 4-Tage-Woche spielt sich für die industriellen Vereinigung nicht.